Tja, lieber Dirk Kleber, Inhaber, Gastronom des Hüttchens in Köln-Delbrück-Gieraffer Straße. Freut mich sehr, dass du an meinem Projekt oder an unserem Projekt mit der römisch-katholischen, hätte ich mal gesagt, nein, mit der evangelischen Kirche, verzeih mir, lieber Ulrich Bockum, teilnimmst. Was da geht, Wege aus der Krise nicht, sondern Gutes innerhalb der Krise. Es gibt auch Leute, denen ist Gutes erfahren und widerfahren vor allen Dingen. Und wir hatten jetzt schon einige sehr interessante, spannende Gespräche hier und trotz aller Schlechtigkeiten und trotz, dass es uns allen so schlecht geht, zumindest die damit von betroffen sind, haben wir Gutes erfahren. Ich persönlich habe Gutes erfahren, aber auch der Dirk Kleber hat Gutes erfahren, was auch immer das sein mag. Wie war es denn so im März, als es am 18. März hieß, wir machen bitte alle zu, inklusive Gastronomie? Was hast du denn da so gedacht? Also, wenn man ehrlich ist, habe ich erstmal gar nichts gedacht, denn der Kopf war leer. Das muss man wirklich so sagen. Ich brauchte 2 bis 3 Tage, um mich zu finden und um auch ein Konzept zu finden, wie es weitergehen sollte im Lockdown, was wir machen können. Daraufhin haben wir dann, beziehungsweise ich und mein Team, beschlossen, was ich hervorheben muss, ist, dass mein Team absolut, also mein Personal, hinter mir gestanden hat und gesagt hat, es muss weitergehen. Und dann kamen so viele positive Reaktionen von Gästen, von Kunden, sei es, dass sie bei Veedelsretter Gutscheine bestellt haben und erst viel später eingelöst haben, also nach dem Lockdown im Sommer, wo es uns ja einigermaßen wieder erträglich ging, gut ging, aber auch Versicherungen, ob es die DEVK war, die Kantine schließen mussten und eine Abteilung bei uns mehrmals Essen bestellt hat, in einem größeren Umfang nach Köln Was sie zu sonst nicht liefern. getan hätten, oder? Ja, was wir sonst zumindest im Mittagsbereich nicht getan hätten, weil wir ja im Mittagsbereich zu hatten, im normalen Gastgeschäft. Oder es sogar auch Veedels-Gutscheine bestellt worden sind von 1.000 € oder auch 500 €, die, wo ich sagen muss, die bis heute bis zum zweiten Lockdown noch nicht eingereicht worden sind. Aber das hat viel geholfen. Es hat aber auch geholfen, dass ein Gast kam und schenkt mir 100 € und sagt, damit du wenigstens deine Blümchen wieder pflanzen kannst, weil damit das Hütchen schön aussieht. Oder steckt mir ein anderer Gast 50 € und sagt, gib das als Trinkgeld bitte dem Personal, weil sie für weniger Geld jetzt arbeiten. Also kann man viele Sachen drüber erzählen. Oder der Obi-Baumarkt als Anlass genommen, uns geht's ja gut, aber wir möchten auch andere unterstützen und bestellten dann Mittagessen für ihr Personal bei uns. Das war natürlich schon eine riesige Geste. Das knüpft eine aneinander. Die Malteser Köln waren ja auch irgendwo mit im Lockdown, aber trotzdem haben sie für ältere Menschen eine Essensausgabe veranstaltet, haben mich darauf angesprochen, ob ich ihnen dabei helfen kann. Und was wir natürlich gemacht haben, das war gerade die Spargelzeit, wo wir dann mehrere Spargelgerichte gekocht haben, verpackt haben und die dann an die älteren Menschen, die zu Hause bleiben mussten, verteilt haben. Was gab es noch? Es gab so vieles. Ja, vor allen Dingen ist wichtig, also hast du selber gemerkt, dass es vielleicht Dinge gab, die entweder zu selbstverständlich im Vorfeld immer bei dir waren und auf einmal kommen von anderer Seite, nämlich an dich Leute heran und sagen, nee, wir drehen den Spieß jetzt mal rum und jetzt bist du mal dran, dass wir uns um dich kümmern dürfen. Also dass dir sozusagen auch, was du vielleicht vorher nie erfahren hast oder was du vorher nie brauchtest, geschweige denn, wo sie auch Leute nie bereit erklärten, mal was für dich zu tun, auf einmal auf dich zukamen und sagten, hör mal, haben wir nie darüber gesprochen, machen wir jetzt mal so, weiß, dass es Ja, momentan nicht so läuft. Gab es sowas auch, das solche Situationen? natürlich, das gab es auch im großen Ausmaß sogar die Situation und auch von Gästen, wo ich das nie, oder sagen wir mal so, wo man es nicht von erwartet hätte, die mir angeboten hatte, sogar Kredite, die ich zwar nicht was ich nicht in Betracht zog, aber das gab es natürlich auch. Die Gäste, die Kundschaft,
hat es voll angenommen, ob wir Siphons abfüllen durften für die Gäste. Und also gekauft wurden sie und sie wurden abgefüllt im Lockdown, um das Biergeschäft bzw. um uns zu helfen, dass auch das Bier nicht schlecht wird, was in den Fässern ist. So konnte man einiges kompensieren. Aus diesen Sachen sind auch schöne Dinge entstanden, wie die Brauerei Päffgen dann Halve Pitter abgefüllt hat, was es eigentlich früher undenkbar gewesen wäre. In Blechdosen. Ja, genau, Blechdosen. Ja. Ja, ich meine, deine Truppe war ja sehr wahrscheinlich, wir sind ja alle davon betroffen, also Einzelhändler und so weiter. Im März war es ja extrem, im April ja genauso stark. Dann ging es allerdings Gott sei Dank für alle erstmal Beteiligten weiter. Jetzt führt der zweite Lockdown natürlich nochmal dazu, dass es euch nochmal trifft, in welcher Form auch immer. Und weiterführen. Man hat den ersten überstanden, man denkt, den zweiten übersteht man auch. Aber als so diese Meldung kam, wir müssen jetzt alle schließen und dann fällt man in ein Loch, das hast du auch eben beschrieben. Und dann gibt es eben diese lichten Momente, die einen nicht verzweifeln lassen. Das Finanzielle ist immer ein Thema, da brauchen wir, glaube ich, bei ganz vielen gar nicht drüber zu sprechen. Das hat alle auch mitgenommen, das weiß man ja nur aus den einschlägigen Presseberichten. Aber das Schöne ist ja, wie du sagtest, dein Team stand hinter dir und sagte, wir werden gemeinsam da wieder rauskommen. Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ganz im Gegenteil. Hast du sozusagen mal deine Gemeinschaft stärker auf dich einschwören können? Oder hast du das Gefühl, dass sich dadurch was geändert hat, durch diese Phase der Schließung? Also bist du näher mit deinem Team zusammengekommen oder hast du das Gefühl, dass du eine andere Bindung auf einmal auch zu deinen Gästen empfindest? Oder wie würdest du das sehen? Was wäre? Also das Gefühl, dass wir stärker zusammengewachsen sind, das Team, obwohl es vorher schon wirklich als Team und als Freundschaften bezeichnen kann, vielleicht etwas mehr. Aber wir waren vorher schon ein super Team oder sagen wir so, super Mitarbeiter, die auch wirklich immer mitgezogen haben, auch wenn es mal um Sonderschichten ging. Das muss man wirklich so sagen. Und Gäste, weiß ich gar nicht, ob das hier so sagen soll, gab es natürlich auch, wo man von einigen enttäuscht worden ist, was man, ne, weil man nicht drüber vorher gedacht hätte und wo sich auf einmal Gäste herauskristallisiert haben, die angeboten haben, in die Spülküche zu gehen oder Besorgungen zu machen und. Ne? Also es gab da wirklich diese zwei Welten, kann man sagen. Also Leute, die jetzt zur Seite standen, wo man eigentlich nicht davon ausgegangen ist, dass sie das jemals überhaupt von sich aus anbieten, weil man entweder nie mit denen ins Gespräch gekommen ist, respektive vielleicht nie den Bedarf hatte. Ne? Also das auf jeden Fall. Das muss man kann man eigentlich auch wirklich groß hervorheben. Also eine Form von Menschlichkeit, die bezogen auf die Krise natürlich angewandt wurde. Was aber jetzt auch wieder ist, weil es kommen inzwischen wieder viele auf mich zu und sagen, jetzt haben wir den zweiten Lockdown, jetzt müssen wir sehen, dass wir den zweiten Lockdown auch alle insgesamt als Gemeinschaft durchstehen. Mit euch als Gastronomie. Also ich beziehe es jetzt nur mal aufs Hütchen, aber die anderen werden hoffentlich genauso stark unterstützt. Wenn wir dies aber auch nicht alles hätten, muss man ganz klar sagen, dann, also ich kann das von meiner Seite sagen, dann hätte ich zugemacht. Dann wäre leider, weil der erste Lockdown war schon hart genug. Ich habe alles, was ich habe, da reinstecken müssen. Und jetzt, dass der zweite kommt, war schon eigentlich vorprogrammiert. Wann er kommt, wusste ja keiner. Wie lange dauert, weiß heutzutage auch keiner. Die Schwierigkeiten sind natürlich jetzt im Winter. Wir sind etwas schwieriger im zweiten Lockdown wie Anfang des Sommers. Das muss man auch sagen. Aber das ist ja jetzt alles nur mitgeschnitten, was ich hier mache, Dirk, um es auch gleich mal zu sagen. Es geht auch gar nicht darum zu sagen, wie stark du dich selber eingebunden hast oder was du für finanziellen Aufwand gehabt hast. Das kappen wir auch alles raus, das hat gar nichts damit zu tun. Es ging eigentlich nur darum, dass man trotzdem eben noch, wie sagt man so schön, dieses Licht am anderen Ende des Tunnels sieht,
ohne dass es der entgegenkommende Zug ist. So, das heißt, man muss das Gefühl haben, du sagst eben, du wolltest, hättest im Zweifel schon vielleicht den Kopf in den Sand gesteckt, hättest auch schon aufgehört und aufgegeben, wenn du nicht die Zuversicht hättest, dass dir auch von deiner Gästeseite aus die Leute eigentlich treu sind, im Sinne von, sofern ihre Möglichkeiten es ermöglichen, ja, eben auch dich unterstützen wollen. Und das ist ja eigentlich so der Anhaltspunkt. Wie hast du das denn gegenüber, du bist ja nun auch jemand, der im Zweifel auch seine Anträge gestellt hat, wie würdest du denn sagen, wie dann in dem Fall der Staat oder unsere Landesregierung oder sowas reagiert hat? Fandst du das gut? Fandst du das nicht gut? Hat dir das geholfen? Hat dir das nicht geholfen? Oder sollten wir das hier abbrechen? Ja. Das ist ein verdammt schwieriges Thema. Okay. Beim ersten Lockdown bin ich leider mit dem Antrag da mitgeschwommen, wo die Betrugsfälle waren. Also, das heißt, das hat sich, die Auszahlungen haben sich verzögert, ja, obwohl es uns zugestanden hat. Beim zweiten Lockdown jetzt wurde Anfang des Monats, beziehungsweise bevor der Lockdown beschlossen ist, uns 75% zugesichert. Mhm. Das hat sich in den Medien und in der Presse alles sehr schön angehört. Ja. Viele Kundengäste denken auch, ja, da braucht er ja eigentlich gar nicht aufmachen, hat die 75% und danke. Dass dies nicht so ist, steht auf dem anderen Blatt. Zur Bundesregierung, klar, da gebe ich denen 2-3+, gerne dicke Plus, weil sie wissen selber nicht, was passiert und wie sie darauf reagieren sollen. Und bei den Fördermaßnahmen, klar, wenn das Geld kommen sollte, wann auch immer, dann ist es natürlich schön. Und es wird uns auch hoffentlich den einen oder anderen helfen oder uns allen helfen. Nicht aber so jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, das sehe ich ja nun auch immer so, ne? Weil die haben diese Fördermöglichkeiten seitens Land und Bund eben nicht. Wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte, kann man dann so sagen, dass du sehr wahrscheinlich sehr intensiv darüber nach hättest denken müssen, ob dein Geschäft noch weiter betrieben worden wäre. Dann hätten wir schließen müssen. So, das heißt also im Endeffekt ist das eigentlich das, was man unserer Regierung oder unserem Land als Positives mit auf den Weg geben kann, ist, dass eben, auch wenn es im Einzelfall jetzt schwierig wird, aber doch in der Summe einen nicht alleine lässt, so, dass das im Einzelfall vielleicht noch ein bisschen diskutiert werden muss. Die Bundesregierung, das Land lässt uns nicht alleine, aber die Maßnahmen dauern zu lange. Mhm. Ja, also die Maßnahmen, bis es umgesetzt wird von denen ihrer Seite, dauert es zu lange. Von uns wurde erwartet innerhalb von 2 Tagen, dass wir Schutzmaßnahmen machen müssen, ob es klare Trennwände sind oder sonstiges, damit wir aufmachen können. Und die Bundesregierung lässt sich schon fast Wochen Zeit, bis wir überhaupt das erste sehen. Nichtsdestotrotz halte ich trotzdem noch an unsere Regierung, an unsere Landesvater. Aber da müsste es was schneller gehen.